Meine Damen und meine Herren, mein Name ist Niklas, ihr kennt mich auch als Honor und wir befinden uns auf Tier 3 für Zerg in der Lektion für die Controls, auch genannt Mechanics. Und als allererstes werfen wir dieses Mal einen Blick auf unsere Control Groups, die sich ein wenig verändern. Wir haben ja in den Settings eine neue Control Group eingeführt, nämlich die wir auf Alt legen, also unsere 9er Control Group. Diese möchten wir ab sofort für unsere Queens benutzen, die injecten. Das heißt, wenn wir auf 3 Hatcheries sind, dann haben wir 3 Queens zum Injecten. Das heißt, diese und diese Queen gruppieren wir auf der Alt-Taste, also in unserer Gruppe 9. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir injecten wollen, dann drücken wir einmal auf die Alt-Taste und gehen dann gleichzeitig hintereinander hier einmal unsere Hatcheries durch und injecten. Auf unserer 1 haben wir nach wie vor unsere komplette Army. Auch wenn Hydras eben dazukommen, gruppieren wir diese zusammen mit den Roaches und Zerglingen, falls wir welche haben. Und dann haben wir eben noch 2 Gruppen frei, bevor wir zu 4 kommen. Auf 4 haben wir natürlich alle unsere Hatcheries, wie ihr hier sehen könnt. Hier 3 Hatcheries haben wir. Und auf der 3 haben wir unsere Queens oder unsere Queen, die Creep Tumor setzen. Denn wir wollen ja auf Tier 3 anfangen, Creep Tumor zu setzen. Immer mal zwischendurch, wenn wir können. Die Fähigkeit findet ihr hier auf C. Und die Dinger, die setzen wir dann einfach immer mit der einen Queen. Beziehungsweise solange die dritte Hatchery nicht fertig ist, sind es eben 2 Queens. Und wir versuchen, unseren Creep nach vorne zu setzen. Auch das können wir hier mit der Aufreihung von Befehlen machen. Und zwischendurch können wir dann die Creep-Tumore noch weiter nach vorne setzen. Immer Schritt für Schritt. So, 2 bleibt erstmal frei. Das ist eine weitere Control Group, die wir für unsere Army nutzen möchten. Die werden wir dann aber erst auf dem nächsten Tier verwenden. Bisher reicht uns eine Control Group für unsere komplette Army. Es kann immer mal sein, dass wir auf die Idee kommen, einen kleinen Trupp woanders hinzuschicken. Den könnten wir dann auf 2 gruppieren und unsere Hauptarmy bleibt auf 1. Jo, dann kommt neu hinzu. Eine sehr wichtige Mechanik, die gerade für Zerg wichtig ist. Und ja, die ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich würde ja mal ein bisschen Platz machen. Und es geht darum, wenn es erstmal hier an Unit Showcasen, wenn wir eine Auswahl haben und dort mehrere oder verschiedene Objekte drin sind, wie hier zum Beispiel eine Queen, Roaches und Zerglinge, dann können wir mit einem Steuerung-Klick, also STRG plus Klick, auf eine dieser Objekttypen nur diesen Objekttyp in unserer Auswahl auswählen. Das heißt, möchte ich nur alle Roaches haben, die ich hier gerade ausgewählt habe in dieser Auswahl, dann hatte ich STRG gedrückt, linksklicke die Roaches und habe nur die Roaches angewählt. Das gleiche könnte ich auch machen, wenn ich die Auswahl habe und einen Doppelklick hier auf die Roaches drücke. Da sich aber nicht immer alles in einem Fenster befindet, was wir gerade in der Auswahl haben, und vielleicht möchten wir manuell unsere Zerglinge nach vorne stellen, dann machen wir Steuerung-Klick auf die Zerglinge oder scouten nur mal kurz mit denen vor. Und haben somit eine weitere Mechanik kennengelernt. Diese ist extrem wichtig für Zerg, denn wir werden hier ab Tier 3 den besten Weg finden, um unsere Larven zu managen. Und deswegen aufgepasst, wir werden es im Makro auch nochmal genau betrachten, aber hier einmal schon mal der Showcase. Wenn wir jetzt zum Beispiel Roaches bauen, zack, dann können wir mit einem Steuerung-Klick auf die Roaches, die wir hier im Bau haben, nur die Eier auswählen und diese direkt gruppieren. Also mit Shift 1 zusätzlich in Control Group 1 packen und die Ready Points dafür setzen. Das heißt, wir werden ab jetzt alle Units, die wir produzieren, vor allen Dingen die Army Units, gruppieren, sobald sie im Bau sind. Also nochmal.
Wir bauen Roaches. Wir möchten die Larven nicht in der Auswahl haben, sondern nur die Eier. Zack. Mit Steuerung, Klick auf die Eier. Dann mit Shift 1 zur Control Group 1 hinzufügen und dann den Ready Point setzen. So werden wir das ab jetzt machen. Gut, dann besprechen wir noch einen Befehl, der neu dazukommt. Und das ist ein allgemeiner Movement-Befehl, die sich ja hier oben rechts immer bei Einheiten, die sich bewegen können, befindet. Und das ist der Hotkey für Hold Position. Und zwar bewirkt er, wie der Hotkey schon sagt, einfach, dass unsere Units stehen bleiben. Das ist vor allen Dingen wichtig für unseren Kampf, beziehungsweise für unser Micro, denn es kann sein, dass wir uns schön breit aufstellen und dann wollen, dass der Gegner in uns reinläuft, er sich aber zurückzieht und unsere Roaches auf einmal wieder in einen Klumpen laufen. Das können wir halt verhindern, indem wir Hold Position drücken und unsere Units bewegen sich dann nicht mehr, auch wenn Gegner in die Range kommen. Sie attackieren die zwar, falls jetzt zum Beispiel hier ein gegnerischer Einheit in die Range der Roach kommt, attackiert die Roach diese Einheit, aber sie bewegt sich nicht, was eine sehr wichtige Mechanik ist, die immer wieder in Fights, gerade in defensiven Fights, auftauchen wird. Und das sind alle neuen Controls, die wir hier auf Tier 3 betrachten möchten. Und jeweils in der Micro- und Makro-Lektion werden wir dann noch auf den Hold-Position-Befehl und das richtige Produzieren von Einheiten genauer darauf eingehen. Wie immer findet ihr alles in der Videobeschreibung auf bondwa.de und damit entlasse ich euch erst einmal. Viel Spaß damit, auf Wiederschauen und reingehauen.